Also sie hat sich in den 6 Wochen jetzt so toll gegeben. Am Anfang hat sie alles angefletscht, die müssen das kriegen. Und, ne? Und jetzt bewegt sie sich auf dem Platz mit allen Hunden. Ja. Ich bin wirklich sehr stolz auf sie. Die zwei kleinen. Ja? Du musst nur noch einen Schorn überzeugen, dann darfst du nach Südstein, wie dein Haus ist. Ich bin mal gespannt, was sie machen. Wir zu meiner Freundin fahren, da sind gerade dann 4 Wochen alte Welpen. Mal gucken, was sie macht. Huben nicht? Nee, beides benutzt. Beides nicht. Ah, okay. Guck mal, erste Hose ist es, ne? Nimm du mich auf den Arm. Schutz suchen. Aber das ist das Beste, was du machen kannst. Oh. Ab in den Rudel rein, gucken, dass sie sich zurechtfinden werden. Langsam. Ja, die ist ein bisschen grobmotorisch veranlagt. Aufpassen. Das ist schon groß hier, die können nicht so alle Finale haben. Meine sehen auch sehr langweilig aus, weil sie ja von der Arbeit von ihrer Familie. Meine war noch nicht mal so groß mit. Die war so groß mit 16, 17, 18 Wochen war die erst so groß. Nina hatte noch gar keine Chance, zu den zwei Kleinen zu kommen. Ne? Oh, ja, super. Tja, kaum zu glauben, Villa war auch so groß und bekam. Und der Muckelbär war auch schon 40 Teilchen. Das sind halt noch richtige Babys. Noch jünger wie die Nala. Ja. Gibt da noch ein Ohr. Bei Nala gehen die Ohren in den Mund. Ja, du klebst an mir. Trau dich was. Trau dich was. Du bist groß, du kannst das. Ich bin